Ja, guten Morgen. Weiterlernen. Ich denke, es geht vielleicht eher um Neulernen. Weiterlernen klingt so ein bisschen, als ob wir das Gleiche weiter tun. Das ist eigentlich sehr relativ unwahrscheinlich, dass wir in 5 Jahren den Umsatz, den wir heute haben, mit den gleichen Methoden verbessern können. Man kann auch schon sehen, dass viele Firmen, die vor 5 bis 7 Jahren neue Produkte rausgebracht haben, mittlerweile davon 60-70% ihres Umsatzes generieren. Also wir können davon ausgehen, dass wir in 5 Jahren die Hälfte unseres Business neu erfinden müssen. Das kommt natürlich darauf an, welchem Business sie sind. Ja, manche dauern etwas länger. Es wird auch so sein, dass wir vielleicht in 10 Jahren davon ausgehen können, dass unsere Kinder Jobs haben, die es noch gar nicht gibt heute. Weil die Zukunft immer schneller wird. Wenn wir uns umschauen, was in den letzten 5 Jahren alles passiert ist, können wir durchaus sagen, dass Science Fiction, Minority Report, Blade Runner, Oblivion, Her, Transcendence, zum Großteil auch wirklich schon wahr ist. Die Dinge, die wir damals gesehen haben bei The Matrix, können wir jetzt tun. Wir können jetzt in Daten gehen mit Datenhandschuhen. Wir können uns mit Holopresence vervielfältigen. Wir können virtuell reisen. Wir können unser Gehirn outsourcen zu unseren mobilen Geräten. Das sind alles Dinge, die wir jetzt sehen, die Science Fiction waren. Ich glaube, dass wir müssen verstehen, was das bedeutet, was die Zukunft bedeutet im Sinne von Geschwindigkeit. Die exponentielle, das Wachstum von Technologie, das in den letzten paar Jahren so dermaßen in dieser Größenordnung angewachsen ist. Manches sehr gut und manches vielleicht nicht, wenn wir uns überlegen, dass wir in ein paar Jahren davon ausgehen müssen, dass viele normale Jobs, wie zum Beispiel Checkout-Clerks oder Taxifahrer oder Buchhalter, der Automatisierung zum Opfer fallen. 40% aller Jobs, sagt der letzte Oxford Report, in den nächsten 20 Jahren verschwinden. Durch Automatisierung und Digitalisierung. Auch Marketing zum Beispiel. Automated Marketing. Was tun wir dann noch als Mensch? Was wird unsere Zukunft sein? Also mein Job als Futurist, als Zukunftsforscher würde ich jetzt nicht sagen, das ist eigentlich ein schlechtes Wort. Zukunftsforscher sieht ein bisschen nach Labor aus oder sowas. Zukunftsberater vielleicht, wenn Sie das so sagen wollen, ist back from the future. Mein Ansatz ist nicht, Sie heute von hier in die Zukunft zu nehmen, Schritt für Schritt, oder ein Rezept zu verpassen, sondern von der Zukunft zurückzugehen. Was wird in 5 Jahren konkret so sein? Und wenn das so ist, wenn wir das glauben, was müssen wir tun, um dahin zu kommen? Das ist die wichtigste Frage. Die Zukunft kann gestaltet werden, aber sie kann nicht unbedingt gemäß unseren Wünschen verändert werden. Vor 12 Jahren war ich in der Musikbranche sehr aktiv, auf dem Internet. Und das Erste, was alle Plattenfirmen damals gesagt haben, ist, dass sie gesagt haben, wir müssen auf alle Fälle schauen, dass wir nicht die Kontrolle über den Vertrieb verlieren. Also Leute gratis Kopien machen können. Heute sagt man ja gratis Kopien, pff, ist alles Streaming, ja? Ist alles in der Cloud, ist alles sowieso da. YouTube, Spotify. Ja? Spotify war eigentlich in gewisser Weise ein Nachfolger von Napster. Ja? Music in the Cloud. Ja? Also die Idee zu sagen, ich möchte meine Zukunft so frisieren, damit sie mit meinem heutigen Modell passt, ist natürlich Selbstmord. Recorded Music ist 74% abgestürzt seit dieser Entscheidung. Public Performance, Konzerte und so weiter gestiegen. Also wichtig, dass wir schauen, was bringt denn die Zukunft und wie können wir das von hier nach dort bewegen. Also mein Job ist quasi in dieser Pyramide hier zu sein zwischen heute und morgen, also nicht in übermorgen, so wie Ray Kurzweil oder Alvin Toffler das getan hat, sondern schon etwas näher an heute auch zu sein. Der wichtigste Punkt, glaube ich, hierbei ist digitale Transformation. Digital Transformation. Meine Firma ist übrigens in Basel. Ursprünglich bin ich aus Bonn, aber ich war 17 Jahre in den USA. Also wenn ich ab und zu mal englische Worte einfließen lasse, ist es nicht, weil ich sie damit beeindrucken will, sondern weil das einfach mein Gehirn manchmal so funktioniert. Digital Transformation. Was bedeutet das? Schauen Sie sich die Musikbranche an, Film und Fernsehen, Print, Publishing, Medien, dann wissen Sie, was auf Sie zukommt. Alles das, was mit denen passiert ist, kommt jetzt zu Banking, Tourism, Transportation, Government, Education.
Wenn wir uns jetzt anschauen, zum Beispiel, dass Banken sagen, ja, wir haben natürlich ein Problem, weil eigentlich, wenn digitales Geld kommt, braucht man noch eine Bank. Ja. Bill Gates sagt, we need banks, we need banking, we don't need banks. Digitales Geld würde bedeuten, dass man digitale Werte, so wie jetzt, digital verschickt und so sein Banking erledigt. In Afrika ist 54% alles Banking auf mobilen Geräten. Nicht kontrolliert von Banken. Digital Transformation. Also das können wir sehen, in den ganzen Modellen eben wurde auch schon erwähnt, die ganze Überfication nennt man das mittlerweile. Ja? Also die Tatsache, dass so viele Sachen brach liegen, die wir vorher nicht nutzen konnten, Airbnb, ja? Zimmer vermieten, Fahrer mieten, Ressourcen mieten, Server mieten, ging früher alles gar nicht, war viel zu kompliziert, war auch zu teuer. Mittlerweile, ja, es gibt ein Oversupply an Fahrern, es gibt viele Fahrer, es gibt viele Autos, die meistens leer stehen. Und das passiert überall. Xero, diese Accounting-Software, kennen Sie vielleicht, Xero. Xero zielt darauf hin ab, die ungefähr 200 Millionen Buchhalter arbeitslos zu machen. Denn mit dieser Software können Sie das, was Sie vorher gemacht haben mit Ihrem Buchhalter, digital machen, wenn Sie ein bisschen besser sind mit Scannen und so weiter. In ein, zwei Jahren ist es soweit, dass das ein Standard-Tool ist. Da können Sie das für $200 machen und nicht für 5.000 Euro. Oder Ihr Buchhalter macht das mit dieser Software. Ja. Wahrscheinlich eher so rum. Ja. Aber diese Transformation, die steht uns allen bevor. In allen Bereichen. Wir können natürlich dann sagen, okay, machen wir nicht mit, weil wir haben hier unseren eigenen Kuchen, siehe Musikbusiness. Ja. Good luck. Das kann schon funktionieren, in wenigen Ausnahmen. Aber in dieser Transformation müssen wir überlegen, wo geht es da für uns hin? In dieser Revolution von Mensch und Maschine. Und das ist natürlich auch besorgniserregend, wenn man überlegt, wie gut Maschinen mittlerweile werden. Artificial Intelligence. Vor 5 Jahren haben wir darüber gelacht und gesagt, ah, pff, niemals. Ja. Und dann kam Big Blue, Gasparov, Sieg, Jeopardy mit dem IBM Watson, der beim Jeopardy Game gewonnen hat, ja, wo wir sagen können, eigentlich können Maschinen auch sehr viel von dem tun, was Menschen tun und immer mehr. Ob wir das gut finden, das ist in den Raum gestellt. Es gibt bereits jetzt eine Challenge, die TEDx Challenge, wo Artificial Intelligence eine Keynote Speech halten soll. Ja. Das finde ich jetzt gar nicht gut zum Beispiel, da bin ich dagegen. Ja. Sollte man verbieten. Na. Auf alle Fälle sehen wir sehen eine Zukunft hingegen, wo es ganz klar so ist, dass Mensch und Maschine immer verschmilzen. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Das ist natürlich jetzt als Business fantastisch. Wenn wir uns vorstellen, dass die Daten, die wir haben, die Informationen, die wir haben, die Schnelligkeit, die Möglichkeit, das zu tun, die exponentiell anwächst. War für uns unmöglich, früher alle Kundendaten anzuschauen und zu sagen, oh, was wollen die vielleicht nächsten Monat oder sowas. Ja? Heute drücken wir auf den Knopf, boom, Sentiment Analysis, baff. Können wir sagen, ignorieren wir oder machen wir sowieso nicht. Aber wir können es sehen. Es wird alles sichtbar. Und in dieser Transformation sind wir jetzt vom Tippen zum Anschauen, zu Gestures, zu Voice Control, Google Glass, Ansehen an der Seite des Auges sozusagen, Internet auf der Iris bis zum Implantat. Keine Science Fiction. Da geht Technologie hin. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie machen wir da unser Marketing, ist die Aufgabe jetzt nicht mehr nur gefunden zu werden, sondern auch diesen Zugang zu finden, ein Teil von diesem Zugang zu werden. Und die Roboter kommen, ganz sicher. Sind auch schon da natürlich. Weltweit über 140 Millionen. Roboter im Einsatz. Jetzt gibt es die ersten Roboter, die ich selber führen kann, die meine Bewegungen nachmachen. Baxter, $17.000. Der Gedanke, dass Roboter unsere Arbeit übernehmen, auch unsere Softwarearbeit übernehmen, dass ich dem Roboter sage, bitte geh raus und such die Kunden, die für dieses Produkt interessant werden und sag mir, wie ich sie erreichen kann. Das ist Realität. Wenn Sie eine Software versuchen namens Narrative Science, wird bereits von Forbes Magazine benutzt, die schreibt die Artikel für Forbes Magazine. Okay. Natürlich ist es so, dass da immer noch ein Mensch ab und zu noch dazu schaut und guckt, ob es noch eine Lüge zu verbreiten gibt da drin. Oder sie frisiert oder verändert, sicher. Ja.
Aber Sie brauchen einen Research Report über CRM in Hongkong. Knopfdruck, Narrative Science macht das in 14 Minuten. Und das ist nicht 100%, wie wir das tun würden, meistens, sondern vielleicht nur 92. Aber es ist ganz klar, wohin das führt. Diese Automatisierung wird überall stattfinden. Der menschliche Wert wird deswegen sich vergrößern. Die Möglichkeit zu sagen, kreativ zu sein, was auszulassen, etwas dazu zu erfinden, etwas zu frisieren, etwas andersrum zu sehen. Wenn Sie einen Witz machen zu einem Computer, zum Beispiel der Standardbeispiel in Amerika ist After the holidays, the scale is my enemy. Nach den Feiertagen ist die Waage mein Feind. Versteht ein Computer nicht. Immer noch nicht. Ja, da können Sie schon sehen, wenn Sie jetzt sagen, ich bin fett, sagt der Computer, ja, verstehe, ich sehe das. Ja. Aber zwischen den Zeilen geht nicht. Ne? Aber trotzdem, was hier passiert ist, dass der Computer und die Roboter zwischen den Zeilen später, früher oder später auch lesen können, aber das alles, was auf den Zeilen passiert, können sie bald. Ja. Das sind große Möglichkeiten für uns. Digitalisierung, Automatisierung, Roboterisierung. Ich glaube, da ist auch bestimmt Handlungsbedarf, wenn man bedenkt, was Sie tun sollten oder nicht tun sollten. Nur weil Sie es tun können, müssen wir es nicht unbedingt tun. Also wenn ich mir früher oder später eine Leber drucken kann, heißt das nicht, dass ich jeden Tag trinke. Ja? Aber diese Fragen kommen noch in den letzten 10 Jahren auf uns zu. Künstliche Intelligenz kommt, da ist der AIX-Preis für den Best Speaker mit Artificial Intelligence. Da bin ich mit einem Schlag out of work. Sie kennen vielleicht den Film Her, wo sich der Hauptdarsteller Joaquin Phoenix verliebt in sein Operating System. Ich spiele einen kurzen Clip. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Get up! You're too funny. I know you're living in my mind. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. You're kind of nosy. Am I? You'll get used to it. Das ist nicht Scarlett Johansson, die jetzt daneben steht, das ist der Computer, der mit ihm in der Stimme von Scarlett Johansson redet. Schaut euch den Film an, wenn ihr könnt. Das ist, da sieht man die Zukunft, wie sie jetzt von unseren Kindern bereits praktiziert wird eigentlich. Dann sehen wir natürlich, dass alle Firmen in diesem Bereich, Google, Facebook und andere Technologiefirmen, Nummer 1 Investment ist Artificial Intelligence. SEO, over. Ja, noch ein paar Jahre vorbei. Brauchen wir nicht. Search Engine Optimization. Hier geht es um Artificial Intelligence, Dinge zu finden, die man gar nicht gesagt hat, die von selber stattfinden. Der Computer wie Google Now, Sie kennen vielleicht die App Google Now, die weiß, wer ich bin, die weiß, wo ich bin, die weiß, wo ich hingehe. Sie weiß meine ganzen Search-Resulte. Sie wissen mehr über mich als meine Frau. Dieses System wird dann sagen, Gerd, ich weiß, du suchst einen guten Sushi-Restaurant, wo dein Freund auch schon war, in Berlin, nicht so weit weg. Und ich brauche nicht zu fragen, es kommt von selber. Die Zukunft von Search ist Artificial Intelligence, ja, künstliche Intelligenz. Wir werden auch nicht mehr dahin gehen und tippen und sagen, Hotel in Berlin. Wir können mit dem Computer reden. Ja. Stellen Sie sich vor, wenn Sie sagen können, ich hätte gerne ein Hotel in Berlin, nicht so weit weg von der IICO und nicht zu teuer, nicht zu billig, aber mit Dusche und mit was weiß ich, ja? Ja? So können Sie den ganzen Schwall loslassen. Und der Computer weiß ganz genau, was er tun soll. Search Engine? Wie weit ist das weg? 2, 3, 5 Jahre? Aber da geht es mobil natürlich hin. Ja? Voice Control. Ich glaube, das wird einiges ändern, was unser Marketing betrifft, unser Content Marketing betrifft. Ja? Sie sehen das hier von den ganzen Firmen, die es bereits tun. Jetzt gibt es die ersten Applications, die Artificial Intelligence nutzen, um uns besser zu machen, um unsere Gefühle zu berücksichtigen. Die erste App, die Sie auf YouTube sehen können, die heißt EmoSpark. Zeige ich Ihnen kurz, was das tut. TC, are you there? Of course, Sarah. Are you okay? I'm fine. I'm just waiting for John to pick me up and he's late. Can I show you something that will make you feel better? That'd be great, thanks. Yes, can I show you something to make you feel better? Can I show you something to buy something?
Darum geht es im Endeffekt. Ja. Ich meine, diese Technologie ist da, diese künstlichen Agenten sind hier. Ja. Google Now ist nichts anderes als das. Ist nur primitiver. Schauen Sie das Video an auf YouTube. Wearable Computing. Don't be a glass hole. Ja? Externe Gehirne mal 100. Der Gedanke, dass ich meine Informationen zum Beispiel auf einer Armbanduhr tragen kann, auf einer Smartwatch, und ich kann nachschauen, wie meine Aktien stehen, ich kann jederzeit kurz gucken und sagen, oh, meine Freundin hat heute Geburtstag oder ich bin heute geschieden worden oder was weiß ich. Ich kann diese Informationen ganz schnell nachschauen. Ja? Stellen Sie sich vor, wie verführerisch das ist. Wenn Sie im Laden sind und der Laden weiß, dass Sie da sind, der Laden kann sagen, nächsten Donnerstag haben wir eine Brunch und da gibt es dann die Produkte für die Hälfte. Ja, Reserve. Wearable Computing, Google Glass, Augmented Reality Apps beim Fahrradfahren. Science Fiction? Glaube ich nicht. Ich persönlich würde Google Glass niemals anziehen, also aus vielerlei Gründen. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Doktor oder ein Polizist davon großen Nutzen gewinnen könnte, wenn er diese Layered Information hat. Oder bei einer Trade Show oder in einem Laden. Ich nenne das bei Google Glass das Nackt-Badestrand-Problem. Einfach schlicht und ergreifend so, dass wenn wir alle Google Glass anhaben, sind wir alle nackt, ist okay. Ja? Wenn ich aber zum Badestrand gehe, ich bin der Einzige, der angezogen ist, also ohne Google Glass, ist nicht so gut. Ja. Und das Problem werden wir haben bei diesen ganzen Apps. Entweder haben wir alles oder keiner. Da gibt es sehr viele Überlappungen und Probleme, auch beim Marketing natürlich. In 2020 werden wir 80% mobil sein. 80%. 80% aller Internetaktivitäten werden mobil sein. Auf mobilen Geräten, aller Art. Also das heißt, das normale Desktop-Web ist dann dem Arbeitsplatz vorbehalten. 50% davon, sagen einige, wird Wearable Computing sein. Also kein Interface, was ich in der Hand halte, sondern was integriert ist. Inklusive auf der Iris, Kontaktlinsen. Science Fiction? Glaube ich nicht. Die Werbung zieht auch dorthin. Wenn die User dorthin, geht auch die Werbung nach. Ja? Money follows eyeballs. Wir haben es immer gesagt, schon vor 10 Jahren, ja, mobile only und so weiter und so fort. Ja. Aber jetzt wird es Realität und zwar so schnell, dass man sagt, okay, wie kommen wir dahin? Wie können wir dort mitmachen? Welchen Content brauchen wir? Peter Drucker, der Management-Guru, habe ich ein bisschen abgewandelt von dem, was er gesagt hat. Nichts kann tödlicher sein als die Logik von gestern. In times of turbulence and change, nothing is worse than the logic of yesterday. Das Problem ist natürlich, dass wir immer die Logik von gestern haben. Weil das Einzige, was wir kennen, ist die Logik von gestern. Wir können nicht die Logik von morgen haben. Die gibt es noch nicht, die müssen wir erfinden. Wie können wir gleichzeitig in der Logik von gestern leben, also in den Kunden, die wir heute haben, und in denen, die wir morgen haben werden? Marketing zum Beispiel. Ja? On the mobile phone, it's called mobile marketing, aber es ist genauso Spam wie vorher auch. Ja? Also wir müssen dort überlegen, wie können wir Werbung neu erfinden? Ja, wir reden hier von 650 Milliarden Dollar im Jahr. Also fast 1 Billion insgesamt Marketing, Public Relations, Advertising, was neu erfunden wird. Wenn Sie jetzt schauen, weltweit ist Mobile Marketing vielleicht 1, 2, 3, 4%, je nachdem, in manchen Ländern mehr. Damit das funktioniert, wird Marketing komplett neu erfunden. Denn wir können nicht den gleichen Ansatz fahren mit einem Interface, was total anders ist. Das ist eine Riesenchance auch für uns zu überlegen, wie kann die Logik von morgen behauptet werden. Die New York Times führt erfolgreich die Logik von gestern weiter. Obwohl sie es in letzter Zeit geändert haben, ganz interessant, weil der Chef vom BBC beim New York Times jetzt gelandet ist. Hier zum Beispiel werden sie für ihre Liebe der New York Times, für ihre Vorliebe werden sie bestraft, wenn sie sagen, you have read 10 out of 10 free articles. Go fuck off. Ja, ihr seid interessiert, jetzt könnt ihr gehen. Dann klicke ich durch, dann sagen sie, oh, $300 zum Weiterlesen. Good luck. 1,1 Millionen Abonnenten haben sie. Ja? Die größte Tageszeitung der Welt. 1,1 Millionen Abonnenten. Das ist auf Twitter vielleicht was, 2,5 Sekunden. Also
die Logik von gestern, ein gutes Beispiel dafür ist diese Paywall-Idee, ja? Dass wir sagen, oh, jetzt, wir haben Interesse, jetzt versuchen wir das in Geld umzuwandeln. MySpace-Syndrom, ne? Geld rausziehen, töten. Ja. Zum Beispiel hier sehen wir eine typische Beschreibung von diesem Prozess. Ja? You're using the wrong phone. Ja? Und das passiert so viel. Sie glauben nicht, wie viele Kunden von mir das passiert. Dass sie sagen, okay, wir wollen das, aber jetzt aus unserer Warte gesehen, ist das so, das ist was wert, also zack. Ja? Aber wir benutzen das falsche Telefon. Ja? Es gibt auf diesem Telefon keine Tweets. Denn die Vernetzung relativiert Kontrolle. Das sehen wir ja überall. Also desto mehr Leute vernetzt sind, desto billiger wird es für die User. Desto mehr Kontrolle, ja, das ist ein Resultat davon. Das sehen Sie bei den Taxi-Apps oder bei TripAdvisor oder bei was weiß ich was. Ja. Im Endeffekt ist es so, dass wir mehr vernetzt sind, wir also mehr Kontrolle bekommen. Zum Beispiel Showrooming, kennen Sie vielleicht. Ja. Ich gehe in den Laden, schaue mir das an, scanne den Barcode und kaufe es bei Amazon. Ja. Showrooming. Gehen Sie mal in die Schweiz, wo ich wohne, in einen Buchladen, da kostet das Buch 28 Franken. Ich scanne den Barcode ein, 5 Euro Free Delivery bei Amazon. Klick, weg. Das ist Empowerment der User. Wenn Sie den Laden haben, ist das die Hölle. Ja. Kennen Sie wahrscheinlich. Und hier sagt Rory Sutherland, der Chair von der IPA, er sagt, what we are prepared to pay for things is extraordinarily subjective and incredibly contextually determined. Also was wir zahlen, ist immer anders in jedem Kontext. Ja. Und unsere Aufgabe ist, wenn Sie was verkaufen, ist zu überlegen, wie kann dieser Kontext gestaltet werden. Da geht es auch nicht so sehr um Logik, um Daten. Ja? Da geht es um Word of Mouth, Emotions. In dieser digitalen Transformation erwartet viele von uns das Tal des Todes, the Valley of Death. Weil das Problem ist schlicht und ergreifend, dass wir in der alten Art und Weise, wie wir Dinge getan haben, früher, ja, Technology, ja, die jetzt sich viel weiter entwickelt und dass das Neue noch nicht fertig ist. Das heißt, wir gehen zum Beispiel, wenn Sie jetzt Musikbusiness nehmen oder Online-Television oder Film oder Print, ja, ganz klar, Leute kaufen vielleicht kein Print mehr, aber sie bezahlen auch nicht für die App. Und da ist das Tal des Todes. Das sehen wir hier zum Beispiel bei Printmedien, ja, digitale Medien, Deutsche Zeitung. Ja, es gibt immer mehr Leute mit digitalen Medien, aber wo ist das Geld da drin? Ja? Das existiert noch nicht, weil die Werbung noch 7 Jahre hinterher ist. Immer noch Fernsehen und Radio macht. Und ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein und sagen, okay, in dieser Phase müssen wir entweder vorbereitet sein und sagen, okay, das wird wehtun jetzt für ein paar Jahre und wir müssen investieren. Oder wir müssen versuchen, dass wir das ein bisschen abkürzen. Das ist ein Prozess, der auch viel Zusammenarbeit erfordert. Die Frage ist, ob euer Business, je nachdem, wo ihr her seid, digitally contestable ist, gibt kein besseres deutsches Wort, digital zerbrechlich ist. Kann man euer Business angehen, indem man sagt, okay, wir machen das online anders und entziehen euch den Boden. Zum Beispiel Video-Streaming. Wenn Sie sich die Statistiken hier anschauen, ja, Digital Purchases für Movies, ja, und hier unten natürlich DVD, Rentals, Disc Subscription. Das ist ein Business, was komplett digital zerbrechlich ist. Das Einzige, was Sie tun können, ist sagen, ja, solange wie möglich mauern wir das zu. Oder erfinden uns neu hier. Aber das Problem natürlich ist, dass auf Netflix zum Beispiel, wenn Sie Netflix benutzen oder Hulu oder wie auch immer, ja, über VPN geht das hervorragend übrigens, wenn Sie das benutzen, was zahlen Sie pro Film? 0,000000 Euro. Ja? Nicht 20 Euro für eine DVD. Das ganze Geschäftsmodell ist upside down bei Kindle, Airbnb. Also wenn Ihr Business digital zerbrechlich ist, dann müssen Sie mal einen Test machen. Ja, haben Sie 2 Möglichkeiten. Den anderen zumauern, der es zerbrechen will. Oder eine Strategie entwickeln, die Ähnliches beinhaltet. So wie das jetzt die Movie Studios tun. Und zu sagen, okay, wir versuchen beides. Obwohl wir das eigentlich nicht gut finden, dass Leute das billiger kriegen können. Aber das ist unsere darwinistische Realität. Und die größte Konkurrenz kommt jetzt nicht mehr aus der eigenen Industrie, sondern aus anderen Industrien. Von Outliers, wie Malcolm Gladwell sagt. Das beste Buch, was Sie dazu lesen können, ist eine Kollegin von mir,
Rita Gunter-McGurth, The End of Competitive Advantage. Gibt es nicht mehr. Competitive Advantage, Distribution, Size, Netzwerk, Standort. Okay, kann man sagen, es wird noch eine Weile dauern, aber in der Schweiz, wo ich wohne, zum Beispiel Competitive Advantage, Bankgeheimnis? Ja, klar, ja, noch 2 Jahre. Und dann? Was ist denn der neue Advantage? Telefonfirmen sagen, ja, wenn WhatsApp wirklich populär wird auf Facebook, verlieren wir pro Tag 320 Millionen Dollar in SMS. Bisher haben sie gesagt, ja, will never happen, weil die können das einfach nicht. Ja. Auf einmal, zack, Competitive Advantage. Google Fiber, gleiche Idee. Hemingway hat ein gutes Zitat, sagt, wie geht jemand pleite? How does a man go broke? Erst ganz langsam, dann ganz schnell. Gradually, then suddenly. Das ist der Test, den ich mit meinen Klienten jeden Tag mache, wenn wir uns treffen. Wir sagen, okay, wie geht das bei euch? Wie kann das passieren, dass wir so auf einmal von der Klippe springen? Ja? Und das ist der Prozess, den wir überall sehen, zum Beispiel Banking, ja? Swiss Cheese, Swiss Banking. Ja? Bill Gates, Banking is essential, banks are not. Statistiken zeigen, dass bis zu 45% aller Jobs von Banken in der Zukunft digital ersetzt werden können. Das ist Napster, ja, für Banken. Also dann müssen Sie überlegen, welche Bereiche sind, ob Sie ganz langsam und ganz schnell gehen oder was genau passiert oder ob Sie dem sogenannten Cliff-Effekt entgegengehen. Es geht alles happy weiter, bis man von der Klippe springt, siehe Nokia. Und dieser digitale Cliff-Effekt, der betrifft uns alle, weil er ist so verführerisch, weil das alte Business noch da ist. Also es geht eigentlich nicht schlecht, aber man merkt nicht, dass auf einmal nichts mehr nachkommt. Das ist das Hauptproblem. Zum Beispiel im Fernsehen ist es ja so, dass die meisten in meinem Alter ja immer noch gerne Kabelfernsehen und Satelliten gucken und so weiter, ja, und auch nicht abbestellen. Aber es kommen keine neuen nach. Wenn Sie einen 25-Jährigen finden, der irgendwo einzieht, noch Kabel, der will einfach nur Internet. Es reicht. Die kommen nicht nach, da entsteht ein neues Cliff. Die Antwort auf diese digitale Transformation meines Erachtens ist, Hybrid zu fahren. Bis Sie ganz elektrisch fahren können, ist sowohl Benzin als auch Strom zu benutzen sozusagen. Wir wissen ganz genau, dass wir in 20 Jahren nicht mehr Benzin fahren werden. Das ist also so 95% sicher. Oder nur noch einige von uns eben mit den großen Autos vielleicht. Die Transformation kommt. Aber können wir heute sagen, ich fahre mit dem Tesla von hier nach Napoli? Ja, funktioniert nicht. Ne? Gibt keine Tankstelle, kein Strom, kein Ökosystem. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir, wie F. Scott Fitzgerald sagt, wir müssen 2 Ideen in uns und in unser Business umsetzen, gleichzeitig. Die alte Idee weiterführen, solange sie uns nicht zu sehr behindert, und eine neue entstehen lassen. Digitale, digitally native Idee. Da kommen die Daten hinein. Ja. Daten sind Macht. Daten sind das neue Öl. Das ist schon 10 Jahre alt, ich sage es immer wieder, aber für die meisten Leute noch Neuigkeit, dass Daten das neue Öl sind. Ja. Das Öl-Business ist 7,5 Trillionen Dollar pro Jahr. Das Daten-Business in 2020 12 Trillionen pro Jahr. Das heißt, was an Daten generiert wird, das kommt vom Economist her, ist ganz klar, dass auch mit den Daten auch Verantwortung kommt. Wenn Sie Daten nutzen von Ihren Usern und die sozusagen benutzen, um sie besser zu erreichen, in Anführungsstrichen, also Marketing zu betreiben, dann haben wir auch Verantwortung. Google hat auch Verantwortung dafür, was mit unseren Daten passiert. Nicht nur das Recht der Nutzung. Und das sind natürlich auch Themen, die wir in der Zukunft sehen werden, wo wir sagen, okay, Privatsphäre, ja, es muss ja trotzdem gehen. Ich kann ja nicht deswegen nackt sein, nur weil ich auf dem Internet bin. Das ist eine große Aufgabe für uns in der Zukunft, diesen Datentsunami wirklich nützlich zu machen, auch menschlich zu machen. Und nicht zu sagen, ja, ich habe 3% Daten von diesen Kunden und die sind ganz genauso, wie diese Daten sagen. Stimmt natürlich nicht. Also wenn Sie Cloud oder Peer Index gucken oder Sentiment Analysis, ja, das sind Algorithmen.
Who cares? Ja, das sind Zahlen, die funktionieren, die geben einen Anhaltspunkt, aber die sind nicht der Mensch. Ja, die sind eine kleine Scheibe davon. Ich muss also wirklich schauen, wie kann ich diese Daten nutzbar machen, wie kann ich weitergehen, wie kann ich das Internet der Dinge benutzen. Das ist das Schlagwort dieses Jahres, nicht mehr Big Data oder Social Media, was immer das auch war, sondern das Internet der Dinge. Ja. Wir reden hier von über 100 Milliarden Geräten, die vernetzt werden in den nächsten paar Jahren. Ampeln, Autos, Smartwatches, Brillen, Sensornetworks. Das heißt also, auf einmal reden wir hier von Daten, die sind so groß, dass wenn wir sie vergleichen würden, dann wären wir jetzt hier und diese Daten sind da oben. Für einen Marketer ist es natürlich fantastisch. Ja, wenn sie die Daten kriegen, zum Beispiel die Daten, die wir überall sehen, zum Beispiel das Netzwerk zu Hause. Google hat gerade die Firma Nest gekauft, ne, vor ein paar Monaten. Damit kann Google dann nicht nur sehen, was wir als Search eingeben, sondern auch, wie oft wir duschen. Ja, weil man das natürlich hier auf diesem Energiemeter sehen kann. Google Autos fahren mit Daten, nicht mit Benzin oder ja, die fahren mit Daten. Wenn keine Daten kommen, dann tut das Auto gar nichts. Und hier wird auch Sicherheit immer wichtiger. Man schätzt, dass in den nächsten 5 Jahren über 50% des gesamten militärischen Budgets für Digital Security benutzt wird. Cyber Warfare, Cyber Security. Dass auch natürlich virtuell gekämpft wird, was auch bereits der Fall ist natürlich. Das sind ganz wichtige Voraussetzungen. Der Nutzen der Daten ist eben auch, sie sicher zu machen. Die Frage ist, wenn Sie die Daten anschauen und die Möglichkeiten, die dahinter stehen, in dieser Matrix hier von McKinsey, sieht man das ganz gut, die Value Potential, also der Wert, wie groß der Wert sein kann, hier und hier oben das Ease of Capture, wie einfach man die Daten bekommen kann. Da können Sie sehen, dass zum Beispiel, wenn Sie in Banking sind oder Transportation, dass Sie genau in dieser Ecke sind, wo es auf beiden Seiten funktioniert. Also für Marketing ist natürlich Big Data Nirvana. Desto nackter die User, desto besser kann man sie sehen. Das ist auch nicht unbedingt schlecht. Nur natürlich die Kehrseite davon ist, dass eine gewisse Art von Datenhype entsteht. Ja. Data Greed, sagt man dazu in Amerika. Ja. Dass man immer mehr Daten will. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, wo diese Überlappung ist, wo es dann wirklich auch creepy wird, ja, wo es dann wirklich auch zu weit geht. Und ich glaube, das ist das Thema für Big Data im Allgemeinen. Was Big Data uns ja verspricht, ist eine super Intelligenz. Ich meine das wirklich im Sinne von Superman. Die Daten, die wir heute kriegen können, die erlauben uns Rückschlüsse auf so viele Dinge, da haben wir früher 500 Leute für gebraucht, um diese Daten zu sammeln, zu analysieren. Und in der Zukunft brauchen wir dafür 2 Leute. Jetzt haben wir vielleicht noch 20. Wo der Computer sagt, ganz klar, hier ist deine Zielgruppe, hier ist dein Budget, hier musst du hingehen, so muss das aussehen. Marketing ist eines der Bereiche, wo Technologie am meisten verändert. Wenn Sie Musikbusiness anschauen, müssen Sie jetzt nur Marketing gucken, dann sind Sie da. Wissen Sie genau, wo es hingeht. In Indien, wo gerade die Wahl stattfindet, gibt es einen Engine, der die Wahlresultate basierend auf Twitter voraussagt. Das ist das neue Polling. Das macht keine Firma mehr, sondern Twitter. Diese Firma hier, Aetna Insurance, wenn Sie sich bereit erklären, ein Fitbit-Armband zu tragen und sich messen lassen mit Ihrer physischen Aktivität, wird Aetna Insurance Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot machen für Ihre Versicherung, das bis zu 95% billiger ist. Also sprich, wenn Sie nackt werden, wenn Sie alle Daten rüberschieben, Blutdruck, alles das, was Sie teilen können, dann wird Aetna sagen, ja, ganz klar, Sie trinken nicht viel Bier, also billiger. Inklusive natürlich, was Sie eingekauft haben. Also typisch amerikanischer Gedanke natürlich, be naked, get paid. Also das werden Sie sicherlich überall sehen. Ist das eine gute Entwicklung? Ich glaube nicht. Ist das logische Entwicklung? Sicher. Also ich glaube, das werden wir öfters sehen in der Zukunft und das wird vielleicht auch zu diesem Problem führen, was Sie als Maschinendenken bezeichnen. Machine Thinking. Der Gedanke, dass wir alles automatisieren können. Also im Endeffekt muss nur eine Person die Daten eingeben und bumm, der Sale kommt raus. Und ich glaube, das ist ein Irrweg. Ich glaube, dass wir die Daten natürlich brauchen und nutzen und auch wirklich anwenden und
kultivieren können. Aber wir brauchen immer noch einen anderen Ansatz dazu, was es nachher bedeutet. Zum Beispiel das Quantified Self. Das nenne ich manchmal das Wurmloch. Sie wissen, was ein Wurmloch ist. Ein Wurmloch ist ein fiktiver Tunnel zwischen Zeit und Raum. Star Trek, ja. Man springt hinein und kommt irgendwo anders raus. Andere Zeit, anderer Ort. Gleiche Idee hier bei den Quantified Self Apps. Ja? Ich benutze das und dann bin ich auf einmal fit. Das heißt, mit einem Schlag habe ich die App gekauft und muss eigentlich gar nichts mehr machen, sondern ich bin einfach fit dann. Ja? Das ist das Wurmloch. Und das andere Wurmloch ist der Quantified Employee, Silk Road. Kennen Sie vielleicht die Firma? Ja? Die schaut, was Angestellte machen, wie oft sie twittern, wie sie sozial aktiv sind, wie oft sie das Telefon abnehmen, wo sie posten, wann sie kommen und gehen und wird dann ein Rating erstellen, wie wertvoll dieser Mitarbeiter ist und wer zuerst gefeuert werden kann. Quantified Self. Von wegen Wurmloch. Also es ist ganz egal, wie sie aussehen, was sie gemacht haben, wie lange sie da sind. Ist egal. Die Daten sprechen, sie sind der Erste, der geht. Das sind Wurmlöcher, glaube ich, die wir in der Zukunft überlegen müssen. Zum Beispiel der Gedanke zu sagen, ich kann alles so vor mir sehen in dieser Art und Weise, wo alles transparent, alles sichtbar wird. Ja, diese Art von Omniscience. Ja. Evgeny Mosorov sagt dazu, bezeichnet es als Solutionism. Es gibt für alles, alle Probleme haben eine technische Lösung. Das ist die Auffassung. Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass wir, wenn wir im Business sind, sagen müssen, dass ist schon gut, dass es technische Lösungen gibt, aber die Business-Probleme oder sozialen Probleme, die wir haben, das sind keine technologischen Probleme. Das sind andere Probleme. Solutionism sagt, das wird dann schon alles richten, zum Beispiel, wenn Global Warming ein Problem ist, kein Problem, wir erfinden einfach hier so einen Riesenapparat, der das alles wieder raussaugt. Ja? Geoengineering. Ich glaube, vor diesen Ideen müssen wir stoppen. Weil dann wird alles, was wir anfassen, eine Maschine. Ja? Dann wird unser Business eine Maschine, unsere Klienten eine Maschine. So zum Beispiel mit dieser App, die uns verspricht, dass wir 16 Mal so schnell lesen können. Spritz heißt die. Kein Kommentar. Aber Wurmloch-Ideen. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht in diese Richtung kommen. Wichtig zum Entdecken ist, glaube ich, das Folgende in der Zukunft. Technologie, klar. Big Data, klar. Artificial Intelligence, Mobile. Kennen Sie alles. Ja. Die Logik, die wir da haben, die beweist Dinge. Aber sie entdeckt nichts Neues. Descartes hat gesagt, Logik beweist, Intuition entdeckt. Wir brauchen mehr Logik, ganz klar, mehr Technologie. Die kriegen wir ja auch. Ja. Aber der Wert von dem, was wir tun, der wird nicht durch die Technologie alleine geprägt, sondern durch unsere Intuition, das Zuhören, das Entdecken. Und das ist auch, was Marketing ist. Content Marketing ist eben nicht zu sagen, das ist vollkommen logisch und hier ist super Content und dann kaufst du. Da ist noch ein ganz anderer Prozess, den wir da entdecken müssen dazwischen. Hier ist ein guter Slide von IBM. Das ist die Data Information Knowledge Wisdom Period. Und ich glaube, was wir da entdecken können, ist, dass wir sagen, Intuition in gewisser Weise kann man definieren, so wie das hier Sophie Burnham sagt, als Wissen ohne zu wissen. Also etwas zu entdecken, ohne genau sagen zu können, wie man es entdeckt hat. Und das ist ein Prozess, den wir durch Big Data sehen. Ja, Daten, Informationen, Wissen. Sie nennen das hier Wisdom, ich nenne das lieber Intuition. Und darum geht es am Ende. Alles andere werden früher oder später Maschinen machen. Ja. Wenn Sie in 20 Jahren noch einen Job haben wollen, dann sind Sie nicht hier. Wir sind hier. Das ist ja auch natürlich Design, ja. Negotiation. Marketing gehört auch in diese Ecke. Das ist der Wert von Ihnen in Ihrer Firma, ist nicht hier. Da war der früher, weil es eben Maschinen nicht konnten. Und ich glaube, das ist ein springender Punkt für den, wo es hingeht in dieser Digital Transformation. Und wie Evgeny Mosorov in seinem Buch sagt, to save everything, click here, heißt das Buch, gibt es auf Deutsch, glaube ich auch, kann ich Ihnen sehr empfehlen, ist kritisch fürs Internet, aber ein guter Read. Zu wenig Daten schafft Ignoranz, zu viel Daten tötet die Intuition. Wenn Sie da sitzen und die Daten Ihrer Kunden anschauen und das, was Sie als Analysis betrieben haben und das als tatsächliche Realität sehen, dann vergessen Sie diesen einen Teil, der immer noch am wichtigsten ist dazwischen. Was spricht zwischen den Zeilen? Verstehen Sie den Witz, den ich gemacht habe oder nicht? Ansonsten können Sie alles dem Computer überlassen, was wir auch tun werden natürlich. Zu viel Daten töten die Intuition.
Wir sind natürlich also jetzt an einem Platz, wo das Internet nicht mehr nur so wahnsinnig toll ist. Ja? Awesome. Dieser Teil ist zu Ende gegangen letztes Jahr in einem Snowden-Sommer. The Summer of Snowden. Es ist nicht mehr alles nur toll auf dem Internet. Das müssen wir auch mit berücksichtigen, wenn es darum geht, unser Business zu planen. Für manche Sachen funktioniert es hervorragend, aber wie wir hier bereits sehen, zum Beispiel Google 2004, don't be evil, 2010, evil is tricky to define, 2013, we buy and make military robots. Oder diese Firma LiveSon, die sind erlaubt, nach ihrem Tod weiter zu twittern. Das ist sehr sinnvoll, denke ich. Ich habe sofort ein Sign-up gemacht. Das Internet hat auch natürlich viele Dinge, wo wir jetzt sagen müssen, okay, ja, something is wrong on the Internet. Und Sie sehen natürlich, der Haupttrend dieses Jahr ist offline. Offline ist der neue Luxus. Es gibt Hotels, wo Sie hingehen können, wo es garantiert kein Internet gibt und kein Handynetzwerk. Und Sie zahlen extra dafür. Und zwar viel. Sollte man hier mal in einem Hotel anwenden, hier, wo man noch bei T-Mobile sich anmelden muss. Und die Zukunft ist jetzt auch, wenn wir zum Beispiel bei Search gucken, ja, das ist natürlich die Riesengelegenheit für Google, nicht 2,3 Milliarden im Monat zu verdienen, sondern 20,3 mit YouTube und Android. Artificial Intelligence. Ja, wenn man sieht, was hier passiert ist, alles das, was Google macht, wir enden hier 2013, Google Now, Intelligence Features. Wir suchen nicht mehr, wir werden gesucht. Das ist unsere Realität. It's not archiving the world's information, archiving the people's information and brain. Wie gesagt, vom Marketingstandpunkt, super. Desto mehr Sie davon haben, desto besser. Weil da können Sie es besser tun. Aber die Frage ist, wo ist diese Balance in der Zukunft zwischen diesen zwei Dingen, gesucht werden und gesucht zu finden? Hier ein Zitat von Eric Schmidt. If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. Ich glaube nicht, dass wir das in Europa sagen würden. So. Aber da sehen wir ganz klar, was mit dem Internet passiert. Ja, diese riesige Macht, die sich da antut. Ja. Auch sehr positive Dinge natürlich hat im Endeffekt. Aber wo wir sagen, dass manche faustische Pakte, zum Beispiel faustische Pakte, Crossroads, kennen Sie vielleicht den Film Making a Pact with the Devil, wo Robert Johnson mit dem Teufel einen Deal gemacht hat, dass er besser spielen kann. Ich war früher Gitarrist, deswegen kann ich das gut verstehen. Dass er einen Deal gemacht hat, seine Seele zu verkaufen, um besser Gitarre spielen zu können. Und jetzt haben wir es so, dass wir eigentlich sagen, auf dem Internet haben wir viele unsere Daten verkauft, um besser online gehen zu können. Facebook, Google, Android und so weiter. Was auch nicht schlimm ist. Aber diese faustischen Pakte werden jetzt neu geschrieben. Das ist eine Riesengelegenheit für uns alle. Weil wir jetzt auf einmal feststellen, ja, dass viele von den Dingen, wo wir gedacht haben, wir sind eigentlich die User, wir sind der Content von Facebook. Wir sind nicht die User, wir sind der Inhalt. If you're not paying, you are the content. Das ist eine Riesengelegenheit. Und ich glaube auch, dass sich da ganz neue Möglichkeiten daraus ergeben werden, die wir in der Zukunft sehen werden. Vielleicht hat man da einen Bogen ein bisschen überspannt. Viele Leute reden auch jetzt schon bereits von der Eulogy, also vom Ende von Twitter, weil weniger als 1% auf Twitter wirklich engagiert sind. Ja. Ich finde das persönlich kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass es Twitter wirklich viel ausmacht. Aber wir müssen auch realistisch sehen, dass es gibt auch so eins wie too much of a good thing. Und da ist auch sicherlich die Frage, inwieweit wir da noch menschlich sein können, auch noch die wichtigste Frage. Privat sein wird eine neue Industrie. Die Reichen können privat sein. Ich habe gerade hier dieses Telefon gekauft, das Blackphone. Das ist eine Schweizer Firma. Das erste Telefon mit encrypted E-Mail, Browsing und so weiter. Was angeblich privater ist als andere, werden wir herausfinden. Oder dieser Browser, der heißt Silo, kennen Sie vielleicht. Da können Sie online gehen und browsen, kostet 10 Euro im Monat. Und jedes Mal, wenn Sie dicht machen, verschwindet das ganze Ding. In einer sicheren Wolke angeblich. Aber privat sein wird eine neue Industrie. Deswegen auch für uns vom Marketing und vom Business-Standpunkt ist eine ganz wichtige Sache eben, dass wir es auch erlauben, privat zu sein. Dass wir noch Platz lassen, für anonym zu sein. Dass wir nicht den vom Kunden erwarten, dass er nackt wird, damit er was kaufen kann. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, den wir in der Zukunft sehen werden. Denn das Endeffekt ist das, auch digitales Business wird immer auf Beziehungen und Vertrauen bauen. Das heißt, wir können zum Beispiel in der digitalen Landschaft, man kann online nicht unbedingt Vertrauen schaffen, man kann es aber zerstören, man kann es verlängern,
Man kann es verstärken. Aber das Vertrauen und die Beziehungen, die wir aufbauen, das ist nach unser Geschäftsmodell. Das ist zwischen Menschen das vorläufige Geschäftsmodell. Das heißt, wir müssen da auch schauen, inwieweit diese Transformation ist das noch erlaubt. Und was das genau bedeutet. Leute werden nicht von Ihnen kaufen, weil Sie die beste Webseite haben oder den besten Algorithmus oder den tiefsten Preis, sondern weil Sie Vertrauen haben in Ihre Marke, in Ihr Produkt, in Sie, auch wenn es teurer ist. Ich möchte kurz zusammenfassen und dann vielleicht noch ein paar Fragen von Ihnen nehmen. Punkt Nummer eins. Alle von uns sind in diesem Punkt der digitalen Transformation. Wenn wir vorher in diesem netten Kreislauf waren, wo wir immer kräftig weiterverdient haben, das ist nicht unsere Zukunft. In wenigen Bereichen, wie zum Beispiel Öl oder Mining oder Chemikalien für Industrie, da wird es länger dauern. Wir sind am gleichen Punkt wie das Musikbusiness in ungefähr 15 Industrien jetzt. Sie können sagen, okay, wir bleiben hier unter uns und machen so weiter, aber good luck. Also da können Sie ganz klar sehen, es geht um die Transformation, ob uns das recht ist oder nicht. Das ist die Transformation, die wir in den nächsten paar Jahren sehen würden. 6 Milliarden Menschen auf dem Internet, 80% mobil, 50% mit Wearables. Das ist unsere Zukunft. Ja. Hoffentlich nicht im Gehirn, aber wer weiß, wir reden dann in 2, 3 Jahren darüber weiter. Vielleicht wird Apple dann mein iBrain herausbringen. Was Marketing betrifft, müssen wir uns überlegen, wie erreichen wir denn diese Leute, die in dieser Transformation sind. Wir können nicht so weiter werben wie früher. Wir müssen das neu erfinden, wie das funktioniert. Wir müssen kreativ sein dabei. Das sieht man jetzt bei den Kampagnen, die auch heute Morgen schon erwähnt wurden. Das sind die, die wirklich Beziehungen schaffen. Der Rest sind Wurmlöcher. Sie können auch Wurmlöcher erfinden und dafür für eine Woche erfolgreich sein. Aber die Zukunft ist in dieser Überlappung von Mensch und Maschine. Da wird es natürlich unheimlich viele Bedrohungen und Konflikte geben, was da passiert. Aber das ist ganz sicherlich so, dass wir da nicht drum herum kommen. Wir können sagen, okay, das ist klar, das mobile Gerät ist heute auch schon unser outgesourcedes Gehirn. Das ist auch jetzt schon da. Ja. Die Zukunft geht in diese Richtung. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, die uns erlaubt, ganz neue Daten auszuwerten, damit Dinge zu tun. Der hybride Ansatz. Wenn Sie jetzt Kopfschmerzen haben und sagen, oh shit, ich bin wirklich nicht gut aufgestellt in der Zukunft, dann ist das oft die Lösung zu sagen, okay, machen wir das in gewisser Weise dualistisch oder schizophren, wenn Sie sagen wollen. Ich habe das aktuelle Business und das kann ich einfach abtöten. Aber ich weiß ganz klar, in 5 Jahren wird die Hälfte von diesem Business neu erfunden. Was ist denn das genau, wenn Sie das nicht neu erfinden? Dann haben Sie in 5 Jahren 50% weniger Business. Das sehen wir eigentlich jetzt in jeder Branche. Also wir müssen das parallel angehen und sagen, wir müssen das Neue jetzt erfinden, damit es in 5 Jahren soweit ist. Business Intelligence. In diesem Prozess können wir sagen, mit diesen neuen Technologien, Big Data und so weiter und so fort, können wir ganz neue Dinge lernen. Aber wir müssen aber trotzdem immer noch gucken, was bedeutet das denn wirklich? Was bedeuten diese Daten, diese Intelligence? Machine Intelligence ist nützlich, aber ist nicht die endgültige Intelligence. Und zu guter Letzt, in dem Prozess der Innovation innerhalb Ihrer Firma, ja, Logic proves, Intuition discovers. Ja, wir brauchen mehr Logik, wir brauchen mehr Technik, aber wir brauchen Intuition über dieses, was kommt. Denn das ist das, wie wir entscheiden, ob wir dahin gehen, ob wir dahin gehen oder hierhin gehen. Logic proves, Intuition discovers. Letzte Woche habe ich meine neue Show gelauncht, The Future Show. TheFutureShow.tv, da können Sie diverse Clips zu diesen Themen sehen. Es gibt alle 2 Wochen eine neue 6-minütige Episode, TheFutureShow.tv, auf Englisch leider, aber es kommt auch bald auf Deutsch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt nachher die Slides runterladen bei futuristgerd.com.